und hat es jetzt gemerkt. Die Eltern haben ihr gesagt, yo, dass sie adoptiert wurde, dass sie so zur Family gehört. Oh mein Gott, Digga, das ist so... Ey, nein, ich werde nicht... Mann! Yo, was war, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Ladies und Gentlemen, mir wurden sehr, sehr spezielle Videos zugeschickt. Denn gerade gibt es irgendwie einen Trend, wo Eltern ihren Kindern sagen, falls sie adoptiert sind, yo, du wurdest adoptiert, aber genauso ist das auch andersherum. Also, dass Eltern quasi gesagt wird, yo, du kannst jetzt ein Kind adoptieren. Und das gucken wir uns heute mal an. Es soll anscheinend unnormal emotional sein und sozusagen eine Versuche nicht weinen Challenge sein. Also Leute, wie gesagt, unser Ziel wieder nicht zu weinen. Deswegen, falls ihr noch neu seid, lasst jetzt ein kostenloses Abo da. Denn Leute, wenn ihr auch mal traurig seid oder wenn es euch nicht so gut geht, schaut einfach auf diesen Kanal vorbei, Mann. Ich werde euch immer aufmuntern. Ich werde alles dafür tun, dass ihr gute Laune habt. Deswegen, wenn ihr neu seid, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Let's go. Schauen wir uns mal an, wie Kindern gesagt wird, dass sie adoptiert werden. Oh mein Gott, ich bin jetzt so gespannt, ne? Okay, also diese Familie hat irgendwie... Okay, passt auf. Also das ist Sebastian, der ist 11 Jahre alt. Und ich check's nicht so ganz. Au, oh, okay, also der kleine Junge, der wird anscheinend adoptiert, kann das sein? Das ist also quasi eine ganze Familie und das kleine Kind mit dem gelben T-Shirt möchte... Mommy and Daddy know that you guys have really, really big hearts. Okay, okay, das ist also die Familie, die jetzt den kleinen Jungen adoptieren möchte. Und sie konnten es davor noch nicht sagen. Und jetzt sagen sie es ihm, oder was? We heard about a very nice boy. Okay, sie sagen, jetzt steht ein Abenteuer bevor und wir haben einen netten Jungen. Because he has no mommy and daddy to love him. Der keine Mutter und keinen Vater hat. And take care of him. Der sich um ihn kümmert oder die sich um ihn kümmern. That you guys would make really awesome brothers and sisters. Und jetzt sagen sie ihren Kindern, dass sie die besten Geschwister für diesen Jungen wären. Mommy and daddy decided to also be a mommy and daddy for Sebastian. Und jetzt sagen sie, yo, dass sie dieses Kind adoptieren möchten, Alter. Das ist der Sebastian. Nein, Mann, meine Augen. Der eine sagt, er möchte sein Bruder sein. Der nächste sagt auch, er möchte sein Bruder sein. Der sagt auch, er möchte sein Bruder sein. Sie sagt, sie möchte seine Schwester sein. Die Mom sagt, yo, ich möchte deine Mama sein. Und der Vater wahrscheinlich, ich will dein Papa sein, Alter. Und das ist der Sebastian, Alter. Alter Schwede, Mann. Und jetzt fragen sie ihn, ob er Teil sein möchte von der Familie. Und er hat ja gesagt. Bruder. Oh mein Gott, Bro. Ich pack's ja gar nicht, Digga. Alter. Also das in meinen Augen. Klimaanlage. Die pustet ein bisschen ins Gesicht, Alter. Yo, Alter. Was ein... unnormal schöner Moment, ey, Sebastian, Bro, ich wünsche dir nur das Beste. Leute, ey, wenn ihr eine Family sucht, kommt einfach hier auf diesen Kanal zurück. Wir halten alle zusammen, Mann, jeder Einzelne, der hier auf dem Kanal mit am Start ist. Wir sind eine Family. Sebastian kommt auch immer, der Sebastian, der kommt auch noch, Leute. Ich werd den Sebastian überzeugen. Auch wenn er jetzt eine neue Familie hat, der Sebastian wird auch noch hierher kommen. Okay, was haben wir jetzt? 10-year-old Ivy, okay, also die 10 Jahre alte Ivy, bekommt das Geschenk ihres Lebens. Oh, okay, also ihr wird jetzt gesagt, dass sie adoptiert wurde und dass quasi gar nicht ihre richtigen Eltern sind. Jetzt gucken wir mal. Sie macht ein Geschenk auf oder eine Box auf. Und sie sieht da drin ein bisschen Papier. Nimmt das ganze Papier raus. Hat da jetzt einen... hat einen Bilderrahmen und sie sagt, oh, ich wurde adoptiert. Und hat es jetzt gemerkt, die Eltern haben ihr gesagt, yo, dass sie adoptiert wurde, dass sie so zur Family gehört. Oh mein Gott, Digga, das ist so... Ey, nein, ich werde nicht... Mann, ich muss mich zusammenreißen, Leute, okay? Die Klimaanlage kommt schon wieder. Das kann's doch nicht sein. Da hinten, Hausmeister, stell mal die Klimaanlage ab. Alles klar, so machen wir es, ne? Ey, das ist so... süß, Mann, ey. Wie gesagt, Leute, ihr habt mir diese ganzen Videos zugeschickt und habt gesagt, yo, Marc, ich muss es dir unbedingt anschauen. Das ist, wie gesagt, so ein kleiner Trend gerade, dass den Kindern gesagt wird oder den Eltern gesagt wird, yo, du darfst jetzt wen adoptieren, Alter, die umarmen sich. Ey, Mann, kommt her, Leute, na kommt her, Alter, machen wir eine kleine Umarmung. Also, no joke, ne, ich glaube wirklich, das hier nicht zu weinen oder keine Tränen in den Augen zu haben. Wir sagen selbst Tränen in den Augen zählen, das heißt, ich habe jetzt eigentlich schon zweimal verloren.
geil, dass ich mir diese Regel überlegt habe. Aber egal, wir sagen selbst, Tränen in den Augen zählt. Also wenn ihr Tränen in den Augen habt, dann habt ihr instant auch die Challenge verloren, ja? Reißt euch zusammen, Leute. Wir schauen weiter. Let's go, ab mit dem nächsten Clip, Bruder. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier wieder ein kleines Mädchen. Oder ein, was heißt ein kleines Mädchen? Schon ein etwas älteres Mädchen dieses Mal, die so, keine Ahnung, 16, 17 ist oder so. Und es liegt ein Geschenk auf dem Tisch. Ich kann mir schon vorstellen, was dieses Geschenk ist. Aber jetzt gucken wir mal. Sie packt es nämlich jetzt bestimmt gleich aus. Und dann schauen wir mal, was sich darin verbirgt. Sie selber ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen nervös, ein bisschen gespannt. Ich meine, Geschenke gehen immer klar. Ich selber liebe auch Geschenke auspacken. Wer liebt das nicht? Mann, wer das nicht liebt, der Digga, du bist komisch. Alter, ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Geschenk so sorgfältig aufmacht. Bei mir wäre das innerhalb von einer Sekunde auseinandergerissen, ne? Aber komplett auseinandergerissen. Jetzt gucken wir mal, sie macht es auf. Der Typ hinten lacht schon. Ey, mach doch das nicht so sorgfältig auf. Nimm das endlich raus. Jetzt hat sie's. Und das ist nochmal verpackt. Digga, ich dachte, das wär's schon. Das ist ja... Bruder, Mädel, mach das Geschenk auf. Ich bin nervös, Alter. Ich will wissen, was da drin ist. Na komm. Sie zieht es jetzt raus und ich glaube, es ist auch das Adoptionspapier oder das Dokument. Jetzt zieht sie es. Die Geburtsurkunde, was auch immer. Und sie sagen, yo, wir adoptieren dich. Wir haben dich adoptiert. Das Mädchen geht hin, sie umarmt. Ey, das ist so... Ey, Digga, das ist so verdammt schwer, ey. Das ist so verdammt schwer, Mann. Das ist so schön, solche Videos zu sehen, Leute. Ohne Witz, ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Die Klimaanlage pustet mir wieder ins Gesicht. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Die umarmen sich. Happy End, Alter. So schön. Die Phoenix sind am Start, Mann. Ich, oh Gott, Alter. Ich, ey, Gott. Oh. Boah, das ist so heftig, ne? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben hier einen Familienausflug nach Disneyland und die laufen jetzt hier, glaube ich, zu Mickey Mouse, habe ich im Titel gelesen oder so. Und anscheinend soll da irgendwie eine Überraschung auf sie lauern. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass denen da gesagt wird, dass sie adoptiert wurden. Und dann gucken wir mal, wie die darauf reagieren. So, sie haben hier irgendwie ihre Autogrammbücher bereit. Ey, soll ich auch ein Autogramm schreiben? Nein? Ja, oh, okay, Mickey Mouse ist da. Alles klar, ihr habt keinen Bock auf mich, dann, ja, dann gehe ich. Mickey Mouse, setz dich gerne hin. Hier, viel Spaß. Oh, jetzt. Mickey hat gesagt, ich habe was sehr Wichtiges euch zu sagen. Jetzt kommt's. Die zwei stehen da. Und jetzt, Alter, jetzt wurde es ihnen gesagt, yo, dass sie adoptiert wurden. Und dass ihr, dass das ihre Family ist. Alter Schwede, Bro. Oh no, Mickey Mouse, man, Mickey Mouse, ey Bruder, also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, Mann, Leute. Ich meine, Leute, ihr müsst euch vorstellen, einerseits, wenn euch das gesagt wird, dass ihr adoptiert wurdet, also sagen wir mal, ihr habt jetzt keine Eltern, ihr wart sehr lange in einem Heim oder keine Ahnung, habt Pflegeeltern gehabt oder so, und diese sagen euch dann, yo, wir wollen deine Eltern jetzt werden, wir adoptieren dich, Alter, das muss doch... Das muss sich doch unnormal krass anfühlen, oder? Also ohne Witz, ne? Ich gönne es ihnen. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Ohne Witz, Leute, seid 1 Milliarde % ehrlich. Wir machen eine Abstimmung wieder hier oben. Hattet ihr schon Tränen in den Augen? Ja oder nein? Ich selber muss mit Ja beantworten. Seid 100 Millionen % ehrlich, ja? Ansonsten ehrenlos. Ehrlich sein, let's go. Ab mit dem nächsten Clip. Aber gut, jetzt haben wir noch einen letzten Clip. Wir haben einen etwas älteren Mann. Er bekommt auch ein Geschenk. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ihm gesagt wird, dass er adoptiert wurde vor einer sehr langen Zeit. Oder, doch, ich glaube, dass es ihm gesagt wird, nach so langer Zeit erst, oder? Leute, jetzt gucken wir mal. Er macht die Box auf. Ja, das gefällt mir schon mehr. Er packt viel schneller aus. Jetzt gucken wir mal. Er nimmt das ganze Papier hinaus. Und da drin haben wir auch wieder ein Dokument. Wir sind es schon gewohnt. Er nimmt es nach draußen und darauf wird wahrscheinlich stehen, du wurdest adoptiert oder du darfst jemanden adoptieren, wie auch immer. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Bro. Er fängt instant an zu weinen. Ich weiß nicht, ob das seine Mom daneben ist, ob das seine Frau ist oder wer das ist, Mann. Der, es geht so in die Feelings rein. Leute, ich pack das nicht, ne? Das ist so schön. Das sind so... Bro, Happy End, Mann. Happy End. Einfach geil. Daumen nach oben. Ich küsse dein Auge. Ich küsse dein Leben. Ich wünsche euch nur das Beste. Leute, Alter. Die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Sie pustet zu sehr. Sie pustet zu sehr, Leute. Nein.
Nein, nein, nein. Ladies and Gentlemen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein etwas anderes Video, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr zur Family hier gehören wollt. Hier ist noch das letzte Video, checkt das auch ab. Da könnt ihr wieder ein bisschen von euren Emotionen runterkommen, denn da gibt es die gruseligsten Animationen der Welt. Checkt das ab, dann seid ihr ein bisschen gruselig unterwegs. Let's go. Auf Wiedersehen. Arrivederci.